Was überhaupt Frieden ist, das ist ja auch so eine Frage, die wirklich diskutiert werden sollte. Hi, ich bin Nico vom Debattenteam und wir sind heute hier am Max-Planck-Gymnasium in Berlin-Mitte. Wir haben vom Weltfriedensdienst gehört, dass hier ein Workshop stattfindet zum Thema Wasser und Wassernutzung und Frieden und wie das alles zusammenhängt. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie man mit Schülern zu dem Thema Wasser und Frieden arbeiten kann, was die Schüler mitnehmen, was sie vielleicht für eine Vorstellung von Frieden haben. Und deswegen wollen wir diesen Workshop begleiten und wollen mal gucken, was wir erfahren. My name is Elaine and I come from South Africa. You know, we need to kind of give them a platform to participate in the development processes around their environments. So I love doing that because it's also important to hear their thoughts and what they would love to contribute. So the main objective was to look at the preservation of natural resources and how does that link to peace. Peace where there is no violence, you know, where people's rights are respected, people's rights are upheld, and that everybody is able to tolerate and live with one another, given the differences. I believe that, you know, internal peace plays a huge role before we can go out and really advocate or carry placards and or make noise for peace. It starts with the self. Momentan haben wir den Schwerpunkt Wasser, einfach weil wir merken, dass unsere internationalen Partner da immense Konflikte einfach mit haben. Also dass der Zugang zu natürlichen Ressourcen weltweit immer restriktiver wird. Bei Wasser gibt es die Besonderheit, dass man dadurch Kooperation viel mehr lösen kann als durch gewaltvolle Auseinandersetzungen. Also Frieden bedeutet für mich, dass alle Menschen sich untereinander gut verstehen. Es gibt keine Konflikte wird es immer geben, aber dass es halt in einem angemessenen Rahmen besteht und dass sich jeder Mensch wohlfühlt. Dazu zählen natürlich auch Kriege, also wenn in dem hohen Maße sollten keine Kriege herrschen. Aber auch hier in unserer Schule, dass sich jeder Mensch wohlfühlt in seiner Umgebung, mit den Menschen um sich herum und ja. Wir haben immer noch viele Menschen, die sich nicht in dieser Welt wohlfühlen und auch anders behandelt werden, keine Gleichberechtigung. Und wir haben auch immer noch sehr viele Kriege. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es jemals eine wirklich friedliche Welt geben kann und wird. In unserer Schule beispielsweise können wir halt versuchen, wie wir schon heute diskutiert haben, mit den Menschen gut umzugehen, Konflikte zu meiden und jeden zu verstehen. Ja, wie Jeanne schon gesagt hat, einfach nach außen hin auch friedlich zu sein und dann halt nicht versuchen, Konflikte entstehen zu lassen. Und dann, wenn wir alle friedlich sind, dann wird auch die Welt etwas friedlicher.